Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einem Unboxing eines Paketes wieder mal von Konami. Und dieses Mal, glaube ich, weiß ich, was da drin ist, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen möchte ich euch gerade nicht spoilern. Ich wurde vor ein paar Tagen angeschrieben und angefragt von Konami, ob ich was Bestimmtes haben möchte. Sie haben halt nichts Explizites gesagt, sondern nur so eine Range von etwas. Und ich habe gesagt, wow, klar. Könnt ihr mir gerne zusenden. Und das Paket ist quasi, glaube ich, einen Tag danach oder so angekommen. Deswegen bin ich ein bisschen suspicious, ob es wirklich das ist, worüber wir gesprochen haben. Oder etwas anderes. Egal, was es ist, ich weiß bei beidem nicht haargenau, was da drin sein wird. Aber wenn es das ist, worüber ich mit Konami gesprochen habe, ist das richtig cool. Und wenn es was anderes ist, dann bin ich mal gespannt, ob es auch cool ist. Deswegen gucken wir mal rein, was wir da drin haben. Und ich finde es auch sehr interessant, dass KMC Card Sleeves als Verpackung gewählt worden ist von Konami. Ja, Präferenzen bei den Hüllen oder was? schauen wir mal rein, was wir da rausbekommen. Was da so alles drin ist. Also, toi, 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 das ist, was ich denke, das ist. Ah, ich bin schon so aufgeregt. Das könnte sehr cool werden. Steigen wir ein. Schneiden wir erstmal hier auf. Und lassen uns überraschen. Ich würde gleich ganz kurz reinlugen und wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dann werde ich erstmal noch ein bisschen die Story dazu erzählen. Und wenn es nicht das ist, dann schauen wir uns einfach an, was da drin ist. So, vielleicht sind es auch mal so diese ganzen Spielmatten, die letzten Monate und so rausgekommen sind, die wir so nicht so mitbekommen haben. Ich luge da kurz rein. Oh! ich glaube, das ist das, worüber wir gesprochen haben. Ja, ich wurde angeschrieben von Konami, von einer meiner Kollegen, mit denen ich halt dort zusammenarbeite, und die hat mich gefragt, ey, wir haben hier bei uns noch, bei uns hier im Office noch alte Booster rumliegen. Hast du Interesse? Ich habe ja gesehen, du machst ja gerne alte Booster auf. Und ich so, aber sicher doch. Ich bin mal gespannt, was ihr da habt. Und das sieht so aus, als hätten sie uns was davon geschickt. Oh mein Gott. Ich habe schon gerade ein ganz cooles Display gesehen. Ich weiß nicht, was das jetzt genau sein wird. Das ist alles, was ich weiß, dass da Oldschool-Sachen drin sind. Welche genau, werden wir jetzt erfahren. Aber wenn ihr schon seht, guckt euch das an. Metal Raiders Display. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich frag mich halt, es muss nicht Metal Raiders drin sein, ne? Es kann auch was anderes sein. Aber das Coole ist, Metal Raiders können wir hinten bei uns aufhängen, weil ich habe Metal Raiders noch nicht hinten rumhängen. Ich habe nur Pharaoh's Servant dort hängen. Oh, hier ist was. Hier ist sehr leicht. An sich war das ganze Ding aber sehr schwer, deswegen müssen wir mal schauen, was da drin ist. Warte mal. Erste Auflage? What? Das war First Edition. Wow. Aber das ist sehr leicht. Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Schauen wir mal rein. Das sind noch drei Booster. Metal Raiders First. Oh mein Gott. Oh mein Gott. That is so old. Oh mein Gott. Das ist nicht dieser Scam-Scheiß mit Legendary Collection irgendwie. Das ist Real Deal. Oh mein Gott. Und das Display ist halt auch noch relativ gut erhalten, bis auf hier der kleine Knick. Das wird schön bei uns hinten aufgehängt. Das ist sehr cool. Leider Pharaoh's Servant habe ich tatsächlich. Das hat mir mal einer mitgesendet. Oh mein Gott, das Ding ist richtig voll. Oh Gott, hier sind Sachen, die sind richtig voll. Wenn das alles Pharaoh's Servant Booster sind, oh mein Gott. Random Pack Openings werden so viel geiler werden. ich habe schon einen Pharaoh's Servant hinten hängen, weil irgendeiner der Händler mal das auch die Booster halt so versendet hat, dass in die Booster reingetan hat, in dieses Display und versendet hat, weil die meisten können halt damit nichts anfangen. Deswegen haben wir, glaube ich, das müsste Pharaoh's Servant sein, was wir hinten bei uns hängen haben. Das ist das einzige Display, was man mir hinten hängt, was ich nicht als Display selbst aufgemacht hatte, sondern halt extern quasi dazu gegeben worden ist. Ich bin gespannt, es wiegt halt mehr als das da. Mal sehen, was da drin ist. Ist noch ein halbes Display. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Es ist jetzt nicht First, aber oh mein Gott, wir sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mein Gott. Aber wie kann das First sein? Ich dachte, da war noch das alte Konami-Logo, oder hatten wir in Europa schon das neue damals? Das kann doch... Warte mal, was steht hier drauf? Verpackung bitte aufbewahren. What?
Das ist aber Konami, das ist nicht Upper Deck. Ich verstehe das nicht. Hatten die mal irgendwann nochmal eine erste Auflage-Run gehabt oder so? Mit Eindeutschung oder so? Wow, wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist fast ein halbes Display. Pharaoh's Servant. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin sprachlos. Oh mein Gott. Ich muss mal gucken, ob das Display hübscher ist, als das, was ich da momentan habe. Weil das hat hier auch nicht mal einen Knick drin. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das andere war aber First. Oh, da ist sogar noch ein Sealed-Display drin. Ganz unten. Mal sehen, was das ist. Wir haben hier noch das Movie-Pack. Das haben wir ja auch damals aufgemacht. English Edition. Das sind jetzt alles Deutsche, ne? Das sind das Deutsche. Wir haben das ja aufgemacht. Boah, 2016, glaube ich. Das ist schon so lange her. Hängt bei mir auch hinten dran. Mal gucken, was hier drin ist. Oh, hier sind noch Single-Karten drin. What? Hat jemand einfach Booster aufgemacht? Oh mein Gott, guck dir das mal an, wie das gewendet ist. Oh, wow, das ist so old. Aber keine heftigen Karten jetzt dabei. Also Gold Gadgets, glaube ich, so das Spielbasse davon. Wow. Und dann haben wir aber noch weiterhin Booster. Das ist ein englisches, wirklich. Wir haben ja noch, ich glaube, ein oder zwei Secret Pack, Secret Editions noch hinten erhängen. Oh Gott, das muss ich auch mal hier kurz durchdödeln. Okay, ist noch mehr Karten. Warte mal, was haben wir hier? Da haben wir noch einen Lord Gaia. Die haben die wahrscheinlich hinten bei ihrem Office einfach immer rumliegen gehabt. Die haben jetzt keine Verwendung dafür und ich so, Alter, Bruder, nice. Das geht dann mal hinten hin. Da haben wir jetzt nochmal Movie Pack. Insgesamt waren da auch 24 Packs, ne? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist über ein halbes Display. Wenn der alternative Drache nicht raus ist, ist das eine sehr gute Karte, die da drin ist, Alter. Wow, First Edition. Englisch halt, aber das sagen wir natürlich auch nicht, nein. Wow. Und dann kommt auch noch Spell Ruler. Ich habe ja auch Spell Ruler hier aufgemacht. Ich hatte ja ein paar Displays damals ganz günstig bei Amazon. 4 Stück irgendwie für jeweils 50 Euro ersteigt. Ich hätte mehr davon holen müssen. Oh mein Gott. Das ist noch ein ganzes Display, glaube ich, aber das halt ein bisschen gecrashed worden ist. Wait. Ah, kann man das. Weil guckt euch das an, wenn ich das jetzt aufmache. Guckt euch das an. First Edition? What? Ah, doch, der Eisauflage. Das Display ist halt hier so kaputt gegangen, sieht man hier. Der Kleber. Oder der Kleber hat nachgelassen, das kann natürlich auch sein. Das müsste irgendwie so geschlossen sein. Ist das noch ein komplettes Display? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, das ist kein komplettes Display. Aber fast ein komplettes Display. Sind doch 24 Booster, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wahrscheinlich, weil die so gebändet sind, ist das nicht ganz. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das sind 21 Booster Spell Ruler. First Edition. Wow. und das Display fast noch heil. First Edition. Oh mein Gott, das. Das Magic Ruler gewesen wäre, das wäre noch nutziger. Oh mein Gott! Ich habe das da hinten noch nicht gesehen, was da gleich kommt. Wow! Das brauche ich gar nicht herausnehmen eigentlich. Das ist so gut. Wir haben hier noch einmal sealed. Englisch. The Movie. The Dark Side of Dimensions Movie Pack Display. Komplett noch sealed. Wow! Nice! Ich glaube, das war's, ne? Ja, mehr ist da nicht drin. das ist mal ein ganz different Level von dem, was sie uns sonst senden. Wir haben 21 Booster Spell Ruler First. Wir haben 3 Booster Metal Raiders First. Wir haben, ich glaube, 10 oder was war das? 10 Booster Pharaoh's Servant, nicht First, aber ich weiß auch nicht, wie alt oder neu das ist. Ich habe keine Ahnung, wie das hier geklappt hat mit dem Printing, weil da steht nichts von Upper Deck. Und eigentlich hätte ich Upper Deck drauf erwartet, deswegen bin ich absolut verwirrt, welche Auflagen das wirklich sind. Da können wahrscheinlich die Experten, die Oldschool-Experten, mir dann sagen, was hier Sache ist. In was für ein Run das war. Da gibt es Leute, die kennen sich damit aus. Vielleicht ist auch die für Europa deutsche Ausgabe halt als First Edition auch erst 2008 oder so geprintet worden. Ich glaube, da gab es irgendwie mal einen Run. Und dann haben wir halt noch so viele Movie Pack. The Dark Side of Dimension. Und dann haben wir auch noch ein ganzes Display. Insane. Insane. Und halt noch ein paar Karten aus dem Set halt, die schon offen sind. Ja. Wow. Vielen Dank, Konami. Ich freue mich vor allem auch über das Metal Raiders Display, weil das kommt mit hinten in den Hintergrund, weil
Metal Raiders als Display hatte ich bisher noch nicht da. Vielleicht auch das Pharaoh Servant, wenn das, ich muss mal gucken, wie das andere ist, was ich da noch rumhängen habe. Das Spell Ruler muss ich mal gucken, das ist halt leider schon sehr stark gedamaged. Aber es ist halt First Aid, das ist wow. Ja, ich hatte mir überlegt, okay, wir nehmen ja sowas senden, was mache ich denn jetzt damit? Mache ich jetzt einfach alles in einem Opening auf oder machen wir Random Pack Openings? Oder lege ich irgendwas zur Seite? Und ich glaube, ich werde das so machen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher mit dem Sealed Display. Aber wir sind ein Opening-Channel und unsere Random Pack Openings würden dadurch so viel mehr Spice werden, weil wenn wir diese ganzen Oldschool-Booster mit dabei haben. Vor allem diese ganze Spell Ruler. Alter, Spell Ruler hatten wir, glaube ich, ja, weiß nicht, bis 2018 oder so hatten wir unseren Run oder 2017, wo wir immer wieder einen Spell Ruler aufgemacht hatten. Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir werden das so machen. Wir nehmen die und joinen mit denen unsere Random Pack Openings, damit die ein bisschen spicier werden und interessant werden, vor allem, weil wir so viele coole Oldschool-Packs haben. Und ich werde aber jeweils wahrscheinlich von den Sets und dem Set ein Booster stibitzen, die in ja, ins Lager gehen, weil ich habe da ja noch eine kleine Booster-Sammlung, die noch am Laufen ist, für irgendwann mal in Zukunft, wo wir mal eine Menge Booster mal wieder aufmachen. Ne? Ihr hattet ja letztens gesehen unser 100-Pack-Opening. Das kann man ja noch ein bisschen aufdönern hiermit. Wow. Vielen Dank, Konami. Das ist crazy. Aber ich glaube, zu mir senden ist, glaube ich, eine gute Idee gewesen. Ich bin halt nicht so der Typ. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Leute, die es bekommen würden, einfach die Single-Booster für, ich weiß gar nicht, die gehen bestimmt 10 oder 15 Euro, so kann ich mir vorstellen. Die sind sauteuer, kann ich mir vorstellen. Dass die Dinge einfach verkaufen werden, aber nee. Ich verkaufe das nicht. Nee. Wir machen daraus richtig schöne Openings und geben ihnen den Respekt, den diese Booster ja, verdient haben. Und vielleicht ist da sowas Cooles dabei wie Secret Rare Jinzo oder Ultra Rare hier, Buster Blade oder so. Da gibt es so viele coole Karten, die wir ziehen können. Wow, vielen, vielen Dank. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich glaube, das ist eine der besten Sendungen, die wir seit langem von Konami hatten. Und ja, ich verabschiede mich hier. Das war's dann hier von mir hier mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, so ein bisschen Oldschool-Stuff hier zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass einer jetzt unten in die Kommentare reinschreibt, was das Zeug insgesamt kostet. Ich will es gar nicht wissen, aber es wird wahrscheinlich eine Menge sein.